willkommen zu meinem, also jetzt hatte ich ein Mittwoch, müsst's, ne? Mittwochsvideo. Okay, bei uns ist immer noch der 31. Oktober, also Halloween oder All Hallows Eve. Oder Samhain. Ihr könnt euch aussuchen, was ihr mögt. Ja, und Reformationstag. Reformationstag. Oder halt der Tag nach dem 30. Entschuldigung. Ja, und ich hatte heute eine Begegnung der dritten Art. Also, mir ist schon was echt Gruseliges passiert, was voll zu Halloween passt. Also, ein bisschen, damit ihr den Kontext kennt. Wir wohnen in diesem Haus schon seit zigtausend Jahren gefühlt. Und bevor ich hier eingezogen bin, hat auch meine Urgroßmutter hier gewohnt, Albertine Zimmermann. Den Namen solltet ihr euch merken, ist nachher noch wichtig. Und das ist die Mutter meiner Großmutter. Hallo! Ja, und auf jeden Fall, jetzt kommen wir wieder in die Neuzeit, war es dann so, dass ich mir vor ein paar Wochen, also am 22. habe ich mir ein Kaugummi bestellt. Da hieß es dann am 24., der ist sicher, dass er geliefert wird, also dass er in Lieferung ist. Dann kam die Anmerkung, nee, es tut uns leid, da stimmt was nicht. Dann habe ich am Donnerstag, habe ich dann dort angerufen. Und sie haben dann mir gesagt, die Lieferung sei verloren gegangen, aber ich könnte eine Ersatzlieferung haben. Da habe ich ja gesagt, habe die Ersatzlieferung bekommen und habe jetzt darauf gewartet. So, jetzt heute war unser Haus komplett leer. Also ich war die einzige lebende Person, die anwesend war. Außer meinem Hasen. Also Leo war noch da, also nicht die einzige. Und dann hat es an der Tür geklingelt. Und da habe ich ja gedacht, oh, interessant, das ist wahrscheinlich der Lieferdienst. Aber der kann es ja auch einfach vor die Tür stellen. Dann bin ich wieder auf Amazon gegangen, weil ich gucken wollte, ob es jetzt der wirklich war. Und dann war da eine Nachricht. Ihr Paket ist entgegengenommen worden. Dann dachte ich so, okay. Von einem Nachbarn. Und dann dachte ich mir so, oh shit, bitte nicht. Ich will nicht zu den Nachbarn watscheln müssen mit meinem kaputten Fuß. Oh no, nein, auf keinen Fall. Und dann habe ich eben, habe ich halt nochmal in genaueren, wo es denn abgegeben wurde, nachgelesen. Und dann stand Paket zu Händen von A. Zimmermann. Angenommen von A. Zimmermann, also nicht zu Händen, sondern angenommen von A. Zimmermann. Also im Klartext, dieses Paket ist irgendwie, entweder hat der das jetzt einfach nur vor die Tür geschmissen oder es war irgendwie ein Geist, der ein Paket entgegengenommen hat, weil in den Bestimmungen von dem Lieferdienst stand, man soll die Tür nicht öffnen, sondern nur an der Türe stehen und dass jemand anwesend ist. Steht da echt übrigens. Ja. Ist voll spooky. Also ich sag euch, ich... Oh, Oma war es eher nicht. Ja, aber es war auch niemand außer... Es war niemand da. Yeah. Es ist das Gruselige. Es war niemand da. Ich weiß nicht, und dieses Paket... Also ich weiß nicht, was da los ist. Falls übrigens der Liefertyppi, der ist zufälligerweise sieht dieses Video und zufälligerweise die Geschichte noch sich erinnern kann. Es wäre unglaublich nett, wenn er drunter schreibt, was da passiert ist, weil ich bin echt die ganze Zeit schon am Rätseln. Also, wenn heute nicht All Hallows Eve wäre, der Tag, wo die Grenze zwischen den Lebenden und den Toten sehr dünn sein soll, fände ich es noch gruseliger, aber eigentlich sollte ich es jetzt gerade dann eher gruseliger finden, ne? Ist komisch, dass ich es jetzt gerade weniger gruselig finde. Naja, auf jeden Fall, das ist jetzt meine erste Geistergeschichte, die ich erzählen kann. Das ist voll cool. Ich habe auch schon meiner Mutter erzählt, meiner Großmutter und meinem Vater. Mein Vater macht nur blöde Witze. Und meiner zweiten Mutter, der habe ich es auch erzählt. Die hat auch dann gesagt, das ist ja komisch. Wir finden das jetzt alle gerade. Also,
Es ist komisch. Nur noch komischer ist, wenn man McDonald's-Essen isst und einem sowas von dem Magen rumgeht. Autsch. Deswegen werden wir das Video jetzt hier beenden, bevor ich jeglichen Stil verliere. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und hoffe, dass ihr. Habt ihr auch schon mal sowas erlebt? Könnt ihr mir auch gerne schreiben. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.